Endlich Sommerferien, zumindest für alle Schulkinder in Bayern. Das Wetter ist heute schon mal traumhaft, da bekomme ich auch richtig Lust auf einen Ferientag. Und deshalb würde ich sagen, packen wir unsere Sachen, fahren auf ins Oberallgäu. Und ich bin mal gespannt, ob wir ein Dorf finden, in dem man einen richtig schönen Ferientag erleben kann. Angekommen in Hinterstein im schönen Ostrachtal. Das liegt bei Bad Hindelang und ist, würde ich sagen, der perfekte Ort für unseren Ferienausflug. Denn hier gibt es sogar mehr Ferienbetten als Einwohner. Mehr kann ich Ihnen auch noch gar nicht erzählen, außer dass es jetzt schon wunderschön ist, wir Glück mit dem Wetter haben. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal um und ich bin gespannt, wen wir treffen und was für Geschichten wir erfahren. Was führt euch denn heute hier nach Hinterstein? Wir machen eine Zweitageswanderung und werden hoch zum Hochvogel wandern. Oh, genau. Sehr schön. Das habe ich dieses Jahr auch noch vor. Dann könnt ihr mir bestimmt Tipps geben. Seid ihr das erste Mal in Hinterstein oder schon öfter? Ja, wir sind heute das erste Mal hier. Also auch ganz frisch auf Erkundungstour. Mhm. Und gefällt es euch bis jetzt? Ja, bis jetzt schon. Definitiv. Perfektes Wetter haben wir hier. Super. Sonne. Warm. Trocken. Absolut. Also ich glaube, besser geht's nicht zum Wandern. Woher kommt ihr denn? Was führt euch denn hierher? Also ich komme aus der Nähe von Erfurt, also Thüringen, und ich bin im Urlaub hier und habe mich jetzt spontan mit einem Studienkollege hier zum Wandern verabredet. Wahnsinn, von Erfurt bis nach Hinterstein. Das ist wirklich kein Katzensprung. Aber dass man hier gerne herkommt, kann ich gut verstehen. Die meisten Hintersteiner leben auch vom Tourismus. Mit 650 Gästebetten und zahlreichen Tagesausflüglern kann es in dem 500-Einwohner-Dorf schon mal voll werden. Ob das manchmal auch nervt, wenn man zu Hause nie seine Ruhe hat? Ich frage einfach nach bei Holzschnitzer und Bergliebhaber Fritz Tannheimer. Hallo, servus. Ja, grüß Dani. Ja. Also die Sonne ist heute ja wirklich stark, aber mein Oberteil hätte ich nicht unbedingt eincremen müssen. Naja, weiter geht's. Du, wir wurden hierher geschickt, weil man uns gesagt hat, dass du dich sehr, sehr gut mit Hinterstein auskennst. Jetzt dachte ich, machen wir das einfach und ich komme einfach vorbei. Der Film hat da gehört, ja. Genau, ja. Darf ich da irgendwie schwätzen? Ja, bitte. Ja, das ist uns eher am liebsten. Ich kann Hochdeutsch sowieso gescheit. Ja, braucht man das viel? Kommen viel Touristen, die ja, einen dann nicht verstehen? Ja, mit den Hamburger kann man gerade den Hinterstuiner Dialekt schwätzen. Ja, das ist schwierig. Ja, ja. Aber so halbwegs kann ich Hochdeutsch, wenn es sein muss. Ja, ja. Was gibt es denn für einen Begriff, den man vielleicht gerade in Hinterstein kennt und jetzt allein schon in Immenstadt zum Beispiel nimmer? Ja, es gibt so Worte, die man bloß im Hinterstuhl sieht. Zum Beispiel? Das ist eine Kleinigkeit, zum Beispiel dieser Zaun. Das ist bei uns eine Zaunlatte. Mhm. Und in Bad Oberdorf ist das schon eine Stange. Bei uns ist es eine Latte. Das sieht man bloß im Hinterstuhl. Du bist ja hier aufgewachsen im Ort. Bist du hier sogar geboren? Ja, ja, sicher. Ja. In Hinterstuhl, nicht im Krankenhaus. Okay. Ja. Könntest du dir vorstellen, woanders zu wohnen? Nein. Sag aber, es ist unterschiedlich. Ich habe drei Kinder. Sie sind nicht alle gleich Heimat verbunden. Mhm. Aber ich liebe halt Natur. Ja. Da bin ich jetzt vielleicht ganz extrem. Gell? Ich gehe Tag und Nacht, also bei Vollmond ist es am schönsten. Gell? Ja, das stelle ich mir schön vor. Ich schon mit, aber es steht nach dem Haus jetzt so gerne auf. Das muss man mögen. Ich mache es am liebsten, wenn es so nicht weiß. Weil dann schläft man ein paar Stunden gut. Also oft gehe ich ganz spontan. Ich gehe oben um 9:30 ins Bett und dann geht man irgendwo in der Nacht einmal raus. Und dann steht der Vollmond über dem Breitenberg und denkt, Mensch, jetzt müsst ihr gehen. Das freut mich manchmal gar nicht. Aber die weiß dann schon, die wundert sich nicht, wo ist er? Die weiß dann schon, du bist in den Bergen. Da bin ich gerade am Geissen oben gewesen. Und dann war ich schon am Rauchen um 6:30. Dann habe ich ihn angeklingelt. Dann meldet sie sich dann nicht mehr. Denkt, was passiert? Dann sagt er, liegst du noch im Bett? Ist so, am Hochvogel schaust du hin und du liegst noch im Bett. Ja, wo bist du denn? Wie am Rauchhorn. Ja, ja. Würde das dann vorkommen, dass du mal an einem Sonntag, Mittag in der Ferienzeit auf den Berg gehst? Ja, doch. Ich finde schon Fleckl, was ruhig ist. Ja, tatsächlich. Ja, ja. Gibt es das noch? Ich denke, wo bin ich gerade gewesen?
muss gerade lügen. Ach so, du schreibst auch alles auf, ja, wo du bist? Ja, die letzten Jahre schreibe ich auf. Aber am Gibli, das ist jetzt ein Berg, ja, wo es ruhig ist, gell? Oder wir sind jetzt gerade über... Ja, das sollte eigentlich gar nicht jeder wissen, wo wir gehen. Sonst geht es so zu wie am Schreck. Der Massentourismus geht alle die gewisse Zone, wird da übertrieben. Es ist jetzt schon lange nicht so schlimm. Gell? Sagen wir, wo Österreich zuge, es ist natürlich schlimm gewesen. Mhm. Dann nicht mehr. Da sind ja Tausende, gell? Und die haben ja auf Österreich Kinder, dann sind sie halt dann in der Stuhl gekommen. Da war es schon schlimm, aber es wird übertrieben. Ja. Ach was, das Theater da ist nicht halb so wild, ich wohne jetzt über der Straße. Ich hocke halt am Sonntag, gibt es Mittag an die Straße und soll dort. Sag mal so, mich stört das gar nicht. Wenn ich an Hinterstein denke, dann kommt mir als erstes das Wanderparadies in den Sinn. Woran ich aber noch nie gedacht habe, ist, dass man hier in Hinterstein tatsächlich sehr lange den ersten Computer versteckt hielt. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg kam auch Konrad Zuse hierher, also der Erfinder des ersten Computers, und hatte den auf genau dieser Wiese in einem alten Gasthof, besser gesagt in dem Stadel des Gasthofs, versteckt. Spannend, oder? Der Computer Z4 war die einzige Maschine, die Konrad Zuse von der Serie der Maschinen Z1, Z2 und Z3, die durch Bombenangriffe zerstört wurden, retten konnte. Den Computer hier zu verstecken, war gar nicht einfach. Mehrmals wurde er fast von den Besatzungsgruppen entdeckt. Hier in Hinterstein gibt es jemanden, der hat einen ganz spannenden Beruf, wie ich finde. Das ist der Marc Segger und zwar ist der Industriekletterer. So ganz weiß ich noch nicht, was man da genau macht, aber deshalb bin ich jetzt auch schon bei Marc und frage einfach mal nach. Servus Marc. Hallo. Wie machen wir es so? Grüß dich. Geht's dir gut? Ja, danke schön. Ja. Ja, man sieht hier schon, du bist ausgestattet mit allem, was nach Klettern aussieht. Von Beruf bis zu Industriekletterer. Für was braucht man dich denn genau? Industriekletterer braucht man im Regelfall an schwer zugänglichen Orten, die nicht mit einem Steiger, mit einem Kranwagen oder zum Beispiel auch mit einem Gerüst erreichbar sind oder das Ganze eben unrentabel ist. Also ein Gerüst aufzustellen, da kommen wir dann ins Spiel mit unserer Manpower am Seil. Ach Wahnsinn. Und du musst ja nicht nur gut klettern können, nehme ich mal stark an, sondern dich ja auch damit der Technik gut auskennen. Wie kommt man denn dann zu dem Beruf oder wie lernt man das? Das ist eine Zusatzausbildung, die man im besten Fall nach dem Handwerk erlernt. Das macht man über die FISAT, das ist der Zweckverband der Industriekletterer. Und darüber macht man eine mehrwöchige Zusatzausbildung und macht dann auch jedes Jahr eine Rezertifizierung wieder. Okay. Und wie viele Leute gibt es denn davon so? Ich finde, das hört man selten. Ich habe niemanden im Freundeskreis, der Industriekletterer ist. Ja, die genaue Zahl derer, die das ausüben, habe ich jetzt nicht im Kopf. Der Beruf ist hier in Süddeutschland auch nicht so stark. Das ist eher mehr im Norden Deutschlands. Heißt aber nicht, dass sie hier nicht benötigt werden. Ja. Was macht dir denn Freude daran? Warum hast du gesagt, ich möchte das machen? Freude daran natürlich zum einen das Handwerk und das Handwerk zu vereinen mit der Seilarbeit. Das Arbeiten im Seil macht mir einfach große Freude. Ja, und was steht heute noch an bei dir? Ja, eigentlich hatte ich jetzt gleich noch eine kleine Übung geplant mit einem Kollegen von mir. Der muss aber leider auf die Kinder aufpassen daheim und kann nicht herkommen. Und wir wollten eine Rettungsübung mal durchspielen für einen kommenden Einsatz. Und aber wenn du Lust hast, dann würde ich dich einfach hinzuziehen. Ja, gern, wenn mir da nichts passieren kann. Nein. Ja, super. Wir sind ja gesichert. Mach es dir bequem, sofern man das bequem nennen kann. Ja, mittel. Hast du so ein Highlight, was dir am meisten in Erinnerung geblieben ist? Am meisten in Erinnerung ist mir geblieben ein Brunnenschacht, in dem wir eine Brunnenpumpe wechseln mussten, in der Nähe von Landsberg am Lech. Und dieser Brunnenschacht, der ist 64 Meter tief gewesen und hat einen Durchmesser von 90 Zentimetern gehabt.
Da sind wir dann eben auch mit Beatmungsmaterial hineingegangen. Da müssen wir nochmal nachjustieren. So. Seit kurzem ist Marc selbstständig als Industriekletterer. Neben seiner Arbeit am Fels, dem Hochhaus oder der Brücke prüft er auch die Geräte und hält Sicherheitsschulungen. So, dann würde ich dich jetzt langsam ablassen. Mhm. Ist es angenehm für dich? Das ist super. Julian, du weißt schon, du musst mich jetzt retten hier unten. Da sieht man mal wieder die Vorteile am Landleben. Bei mir in der Stadt würden die Nachbarn schon komisch schauen, wenn ich mich einfach aus dem Schuppen abseilen würde. Naja, jetzt nach getaner Arbeit als Industriekletterpraktikantin kann ich eine Abkühlung gut gebrauchen. Ich habe da auch schon eine Idee. Bevor ich ins kühle Nass springe, besuche ich Tade Schmid. Er ist Gastwirt direkt an der Prinzengumpe. Das ist ursprünglich vom Prinzregent Leopold von Bayern. Der nahm danach der Jagd sein morgendliches Bad. Genau. Und so ist das hier entstanden, die Geschichte vom Prinzengumpe. An schönen Sommertagen, so wie heute, tummeln sich hier viele Badegäste. Und das, obwohl die Gumpe gerade nur 18 Grad warm ist. Was ist dann dein Geheimtipp so für uns? Wo kann man noch so ungestört hier mal einen schönen Bergblick haben oder schön wandern? Den verrate ich jetzt lieber nicht. Oh, ich dachte es mir. Oh nein. Genau. Ja, schade. Ja, recht hast du. Und was machst du dann am liebsten in deiner Freizeit? Du betreibst jetzt hier die Gastronomie. Genau. Und wenn du dann mal Zeit hast, die wahrscheinlich knapp ist, was machst du dann? Ich gehe sehr viel auf die Jagd. Also Das ist mein großes Hobby und genau. Hey, das passt ja dann zum König hier, genau. Der hier seinen Jagdbadeplatz hatte. Genau, richtig. Tade ist selbst in Hinterstein aufgewachsen und schon als Kind oft an der Gumpe gewesen. Noch heute ist der Badeplatz sowas wie ein Dorftreffpunkt. Kann man denn den Hintersteiner beschreiben? Gibt es so einen typischen Charakterzug, eine Eigenschaft, die der typische Hintersteiner hat? Der typische Hintersteiner ist eher ruhig, gelassen. Okay. Genau, ja. Ganz ausgeglichen durch die schöne Landschaft. Genau. Der sieht und schätzt, was wir haben. Genau. Das ist wichtig, ja. Und wie ist so der Dorfzusammenhalt? Ist der hier vorhanden? Auf jeden Fall. Wir haben einen Schützenverein, wir haben eine Feuerwehr, wir haben ein eigenes Schützenhaus. Und die Hintersteiner hebt eigentlich schon zusammen. Da gibt es nichts. Ja. Also viel geboten ist auf jeden Fall. Ich glaube, hier wird es einem nicht langweilig. Aber wenn man jetzt mal schnell zum Arzt muss oder zum Einkaufen, dann müsst ihr weg, oder? Zum Glück haben wir noch so einen kleinen Dorfladen und eine Bäckerei. Und das ist auch sehr wichtig für alle, gerade für die älteren Leute, die kein Auto haben, dass sie im Dorf einkaufen können. Da hoffen wir, dass wir den lang noch haben. Liebe Zuschauer, was für ein Traumtag im wunderschönen Hinterstein. Den Ort kann ich Ihnen nur empfehlen als Ferientipp, denn hier kann man so viel machen, egal ob in der Natur oder im kühlen Nass, wo ich gerade mittendrin stehe. Ich schwimme jetzt noch eine Runde, genieße das tolle Wetter und die herrliche Aussicht. Freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und bis dahin, machen Sie es gut.